Rizzoli and Isles. In einer Skulptur verbirgt sich eine Leiche. Der Mörder hat viel Mühe auf sich genommen und ein großes Risiko. Der Täter macht aus seinem Opfer ein Kunstwerk. Es spricht für ein massives Ego, er will anerkannt werden. Und seine schöpferische Phase ist noch nicht beendet. Wir haben noch eine Leiche. Rizzoli and Isles, die neuen Folgen, Mittwoch 20:15 Uhr.